Für die kalte Jahreszeit haben wir die neuen Lenzsocken im Sortiment. Die Socken die sind flexibel wie eine normale Skisocke. Sie sind genug hoch, dass auch in Stiefel, Skistiefel, zum Schlitteln, zum Biken kann man die brauchen. Und man kann die ganz normal eigentlich anziehen auf die Haut. Als Kontaktpunkt für den Akku hat es hier die drei Druckknöpfe. Auf die tut man dann den Akku draufklipsen. Dann tut man den Socken umschlagen. Dann ist genau bei dem rosaroten G ist der Einschalt- und Umschaltknopf. Der Socken ist jetzt noch genug hoch, dass er in höhere Schuhe geht, wie Skistiefel, Reitstiefel, selbstverständlich auch Bikeschuhe, die etwas höher sind. Über den Knopf tue ich dann den Akku betätigen. Das heisst, ich tue ihn einschalten und ich habe drei Möglichkeiten von Temperaturstufen. Temperaturstufe 1 gibt der Akku ca. 14 Stunden, Stufe 2 7,5 Stunden und auf der Stufe 3 4,5 Stunden. Zudem für die kalte Jahreszeit haben wir den hochwertigen Gore-Tex-Handschuh von Lenz. Den kann man auch beheizen mit Zöcken. Und zwar tut man den über den Knopf betätigen. Lang drauf drücken, an die Stufe 1, das ist die schwerste Stufe. Da hebt er 10 Stunden den Akku. Dann kann ich nochmal drücken, an die Stufe 2, hebt er etwa 5 Stunden. Und ich kann nochmal drücken, dann habe ich die stärkste Stufe, hebt er rund 2,5 Stunden. In der Regel tut man Stufe 3 drücken am Anfang, dass man schön aufwärmen kann. Und dann geht man schön zurück, wieder auf Stufe 1. Und so kann man den ganzen Tag mit warmen Fingern verbringen. Den Handschuh gibt es auch als Fingerhandschuh. Wenn man eine Sportart hat, wo man mehr Grifffestigkeit braucht.